Hallo und herzlich willkommen, liebe Solopreneure. Schau mal diese Winterlandschaft an. Ich versuche das richtig reinzukriegen. Das ist in Eppstein mit unserem schönen Schwarzbach. Und irgendwo ist auch der Duke. Duke, sagst du mal Hallo? Sagst du mal Hallo? Ich habe gedacht, ich halte hier mal kurz an und mache ein kurzes Video über das Thema im Widerstand mit POB. Und zwar, ich bin heute ganz stark erinnert an einem Retreat, das wir hatten in Bollands, ich glaube, das war November. Andrea und Carina, ihr werdet mich erinnern, wenn ich falsch liege. Und zwar, wir haben dort das Thema gehabt, dich wieder in deinem Business verlieben, so insgesamt. Und ein Thema, was wir hatten, war dazu, sein Unterthema, war POB. Und was ist POB? POB ist Part of Business. Das heißt, auf Englisch, da gibt es etwas in deinem Business, es gehört einfach dazu. Zum Beispiel, wenn du ein Online-Geschäft hast, wird Technologie eine Rolle spielen. Das ist POB. Das ist Part of Business, es gehört dazu. Und wenn du Dienstleistungen auf dem Markt verkaufen wirst, gehört auch Verkauf zu POB-Themen. Also Part of Business, es muss einfach gemacht werden. Und. Es gibt so viele Bereiche, die wir ansprechen können. Und der Duke und dieser Spaziergang täglich mit dem Duke ist POB. Als ich mich entschieden habe für einen Hund, war mir bei meiner Entscheidung relativ klar, ich gehe täglich mit ihm raus, wenn ich eine gute Hundemama sein möchte, dass er Auslauf braucht. Und das heißt auch bei jedem Wetter, bei beschissenen Regenwetter, bei Schnee. Und ich weiß nicht, ob du einen Hund hast oder ein anderes Tier, aber bei Hunden ist das so. Das ganze Schneegezeug ist einerseits super schön für sie, weil sie gerne herumtoben darin, und andererseits ist es echt beschissen auch, weil sie kriegen die ganze Salze in ihren kleinen Pfoten und irgendwelche Eiskristallen, die sich dort versammeln und alles Mögliche. Vorhin hatte Duke das auch und wir müssten anhalten, um ihn wieder zu befreien. Und es ist kalt und gestern war es ungemütlich und all das. Aber hier ist das Ding. Ich denke keine müde Minute darüber nach. Manchmal eine müde Sekunde, wenn man so will. Weil ich weiß, dass das dazu gehört. Das ist POB. Also tue ich meine Jacke anziehen, ich gehe mit ihm raus. Und nicht nur das, ich versuche jeden Augenblick mit ihm zu genießen, egal wie das Wetter ausschaut. Also das heißt, ich versuche das Beste auch aus diesem Schneewetter zu machen, tobe mit ihm herum. Wir sind vorhin gerannt wie verrückt durch die Gegend. Und jetzt die Frage an dich. Wo gibt es einen Bereich in deinem Business, was Part of Business ist? Es gehört einfach dazu, wo du persönlich in einem inneren Widerstand damit bist. Und warte mal, ich muss hier in diese andere Richtung zurückgehen. Die Internetverbindung ist gerade ganz schlecht. Moment. Ich gehe zurück auf der anderen Seite und hoffe, dass das besser wird. Und zwar ein Bereich in deinem Business, wo das ist Part of Business, POB, aber wo du im inneren Widerstand bist und wo du nicht einfach das einfach sein lässt und versuchst, irgendwie Wege zu finden, das schön und genüsslich zu machen, egal was ist, sondern wo du im Widerstand gehst, wo du das kacke findest, wo du das noch schlechter machst, als es ohnehin vielleicht schon ist. Und wie kannst du Frieden mit diesen POB-Themen schließen? Das wäre so mal einfach ein Gedanke für den heutigen Tag. Weil die Tatsache ist, dass wir wirklich fähig sind, alle Tätigkeiten zu genießen, zu lieben, mindestens unser Frieden mit ihnen zu schließen und weiterzugehen. Und je weniger störenden Gedanken wir darüber haben, dass die da sind, desto leichter, fließender und entspannter wir unseren Unternehmeralltag erleben können und desto entspannter erfolgreich wir sein können. Also, ich gehe zurück in meine POB-Tätigkeit, wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns bald online wieder. Tschüss!